Sie suchen modernen Wohnraum im Lausitzer Seenland? Lebensräume Hoyerswerda. Individuell, freundlich und ideenreich. Mehr als gewohnt. Für Sie umgebaut. 3-Raum-zu-2-Raum-Wohnungen mit geräumigem Bad, größerer Küche und Abstellraum. Sie haben Interesse? Dann Telefon 03571 46 74 11 und im Netz lebensräume-hy.de. Ich bin vom Typ her eher einer, der einen höheren Blutdruck hat. Darum trinke ich den Knobi Vital auch so gern, weil ich weiß, dass Knoblauch gut gegen einen hohen Blutdruck ist. Knobi Vital basiert auf der Unterstützung einer gesunden Herzfunktion durch den positiven Effekt des Knoblauchs. Wir trinken es jeden Abend, weil es wirklich hilft. Knobi Vital erhalten Sie in allen Apotheken und Reformhäusern. Und jetzt auch in Ihrem DM. Hallo und herzlich willkommen zur Drehscheibe Lausitz vom 25. Februar. Wir hoffen, dass Sie das frühlingshafte Wochenende genießen konnten. In unsere gemeinsame halbe Stunde starten wir mit Kurznachrichten. In Bautzen wurde der Lausitzen Theaterpreis übergeben. Im Bautzener Burgtheater hat am Sonntag die Preisverleihung für den diesjährigen Wettbewerb Lausitzen der Theater Bautzen, Senftenberg und Cottbus stattgefunden. Der erste Preis geht an den Berliner Autorin Oliver Bukowski für seine Stückidee Der Sohn. Diese soll in den kommenden Monaten zu einem fertigen Stück ausgearbeitet werden, dessen Uraufführung im März 2020 in der Inszenierung von Intendant Manuel Soberand in Senftenberg geplant ist. In Der Sohn berichtet der bereits vielfach preisgekrönte Autor von Büchern und Abgründen in einer Lausitzer Familie, in denen sich große Diskurse der Gegenwart widerspiegeln. Der zweite Preis ging an Ulrike Müller für Ich komme aus einem Land, das nicht mehr existiert. Der Wettbewerb Lausitzen wurde erstmals 2016 von den 3 beteiligten Theatern mit Unterstützung der Stiftung für das sorbische Volk ausgelobt. Die Bahnstrecke von Arnsdorf nach Kamenz wird jetzt mit einer Drohne kontrolliert. Via GPS-Technik sollen so umsturzgefährdete Bäume lokalisiert und dann ab Herbst gefällt werden, informiert der Verkehrsverbund Oberelbe. Der Abschnitt ist ein gemeinsames Pilotprojekt mit der Deutschen Bahn und kostet 135.000 Euro. Nach einem erfolgreichen Verlauf sei eine Ausweitung auf ganz Sachsen und weitere Regionen geplant. Heftige Unwetter hatten in den vergangenen Monaten mehrfach dazu geführt, dass Bäume an den Bahngleisen umgestürzt sind. Folgen waren beschädigte Triebwagen und Zugausfälle. Das teils warme Wetter der letzten Wochen lockt die ersten Kröten und Frösche auf Wanderung. Bei Temperaturen über 5 Grad werden Amphibien mobil. Mittlerweile wurden schon einige Frühwanderer auf dem Weg zu den Laichgewässern gesichtet. Krötenschutzzäune wurden zum Teil in unserer Region schon aufgestellt, wie an der B97 in Richtung Bernsdorf. Unter dem Motto Ankommen und Leben im Landkreis Görlitz findet am 6. März in der Löbauer Messehalle erstmalig eine Integrationsmesse statt. Sie soll allen Interessierten als Plattform für das gegenseitige Kennenlernen, den Informationsaustausch sowie das Knüpfen neuer Netzwerke dienen. Mehr als 60 Aussteller werden an diesem Tag zu den Themen Bildung, Arbeit und Beruf, Leben und Wohnen sowie Freizeit und Vereine informieren. Zudem werden regionale und nationale Förder- und Unterstützungsprogramme für Betriebe vorgestellt, die auf der Suche nach ausländischen Fachkräften sind. Die Messe findet von 10 bis 15 Uhr statt, der Eintritt ist frei. Sachsen hören schlechter als der bundesdeutsche Durchschnitt. Laut Barmer Ärztereport 2018 leiden rund 4,5% der Menschen im Freistaat unter Hörbeeinträchtigungen. Im Bundesdurchschnitt sind es 3,9%. Weiter geht es in der Drehscheibe Lausitz mit den Polizeimeldungen vom Wochenende. Einen Großbrand gab es am Montagnachmittag in Görlitz. An der Reichenbacher Straße stand ein Gebäude der Autoglas Görlitz GmbH in Flammen. Zur Brandursache, Verletzten und zur Höhe des Sachschadens gab es bis Redaktionsschluss noch keine Angaben.
Am frühen Samstagmorgen, kurz nach 3 Uhr, wurde ein 38-jähriger Hoyerswerder mit schweren Gesichtsverletzungen ins Klinikum eingeliefert. Nach medizinischer Erstversorgung gab der Mann an, dass er von drei bislang Unbekannten in der Erich-Weinert-Straße angegriffen, zusammengeschlagen und getreten worden sei. Nach ersten Ermittlungen gibt es folgende Personenbeschreibung. Der Haupttäter ist ca. 1,70 Meter groß, trägt einen Vollbart und kurzgeschorene Haare. Als Bekleidung wurde eine schwarze Lederjacke sowie weiße Sneaker bekannt. Ein weiterer wurde mit einer Körpergröße von 1,80 Meter, Irokesenschnitt und Vollbart beschrieben. Die Polizei sucht nun Zeugen. Hinweise werden im Revier Hoyerswerda telefonisch unter 03571 4650 oder jeder anderen Dienststelle entgegengenommen. Ein 30-Jähriger hat am Sonntagmorgen betrunken einen Unfall gebaut. Auf der Kamitzer Straße in Wittichenau kam er von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Der Renault kippte um und blieb auf der Seite liegen. Der Mann blieb ohne Verletzungen. Ein Alkoholtest ergab knapp 2,2 Promille. Mit einem Unfall endete am Sonntag kurz nach Mitternacht die rasante Fahrt eines Mazdas in Görlitz. Eine Streife des Polizeireviers Görlitz wollte an der Sattigstraße den Pkw zu einer Kontrolle anhalten. Doch der Fahrer gab Gas. Er flüchtete mit hoher Geschwindigkeit über mehrere Straßen in der Innenstadt, auch entgegengesetzt einer Einbahnstraße und entgegengesetzt des Kreisverkehrs am Brautwiesenplatz. Mittlerweile waren mehrere Polizeistreifen alarmiert und postierten sich entsprechend. An der Leipziger Straße endete die Fahrt abrupt. Der Mazda fuhr frontal in einen Streifenwagen. Die Beamten stellten den 28-jährigen Fahrer. Ein Test bei dem Mann ergab umgerechnet 2,02 Promille. Es folgte eine Blutentnahme. Den Führerschein konnten die Beamten nicht wegnehmen, da die Fahrerlaubnis bereits entzogen wurde. Im Auto befanden sich weiterhin zwei 15-Jährige und ein 19-Jähriger. Die zwei Minderjährigen standen unter Schock. In der Nacht zum Samstag ist in Hoyerswerda ein Zigarettenautomat an der Bautzner Allee gesprengt worden. Gestohlen wurden das Bargeld und Zigaretten in noch unbekannter Menge. Ein Kriminaltechniker konnte Spuren sichern, die Polizei hofft nun auf mögliche Zeugen. Der Tatzeitraum wird auf 0.30 Uhr bis 5.30 Uhr geschätzt. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich telefonisch mit dem Revier unter 03571 46 50 in Verbindung zu setzen. Am Samstagmorgen hat es in einem Mehrfamilienhaus am Schwebnitzer Brakenweg gebrannt. Aus noch ungeklärter Ursache stand Müll auf dem Dachboden in Flammen. Alle Bewohner wurden evakuiert. Die Feuerwehr hatte die Lage schnell im Griff und löschte. Verletzt wurde niemand. Die Schadenshöhe wird bei mehreren tausend Euro liegen, so die Polizei. Ein Brandursachenexperte übernimmt die Ermittlungen. Am Samstagmittag ist eine Radlerin in der Bautzner Allee in Hoyerswerda gestürzt. Der Grund war laut Polizei schnell ermittelt. Die 37-Jährige hatte knapp 2,1 Promille. Ohne Beute blieben Diebe in der Nacht zum Samstag in Großschönau. Die Täter versuchten an einem Gebäude in der Sonnebergstraße eine Haustür aufzubrechen und scheiterten. Bei einer zweiten gelang das Vorhaben und danach wurden weitere Türen im Kellerbereich aufgehebelt. Letztlich wurde nichts gestohlen, die Schadenshöhe beläuft sich allerdings auf rund 7.000 Euro. Ein betrunkener Mann hat am Freitagvormittag an der Künichter Straße einen Unfall auf einem Parkplatz verursacht. Der 47-Jährige war mit seinem Kleintransporter gegen einen Dacia gefahren und danach geflüchtet. Die gerufene Polizei konnte ihn in unmittelbarer Nähe stellen. Ein Alkoholtest ergab rund 2 Promille. In der Nacht zum Freitag ist in ein Geschäft an der Kamitzer Güterbahnhofstraße eingebrochen worden. Gestohlen wurden Schreibwaren in einem Wert von 1.500 Euro. Die Kriminalpolizei ermittelt. Nach einer kurzen Unterbrechung geht es mit Nachrichten weiter. Bleiben Sie also dran. Noch auf ein Bier? Nicht. Oder schick essen? Pille vergessen. Nicht. Doch. Simsalabim. Kind Nummer 4. Nicht zu glauben, Schatz, das ist ja herrlich. Neue Kutsche. Nicht. Neue Rutsche. Nicht. Neue Räume. Nicht. Ich träume. Nicht. Doch. Mach ich einfach. Nicht. Brauch ich aber. Entscheiden ist einfach. Nicht. Doch. Weil die Sparkasse verantwortungsvoll mit einem Kredit helfen kann. Rosaxan. Damit Bewegung wieder Freude macht.
Ja, für mich hat sich Bewegung ausgezahlt. Ich bin bisher gut mit Bewegung klargekommen, habe viel für meine Gesundheit tun können, bin wenig krank geworden. Zeigt sich jetzt auch wieder an meiner Knieverletzung, die ich gerade auskuriere. Bewegung, Bewegung, Bewegung. Mein Körper nimmt es an und mir geht spürbar besser. Rosa Xan zum Diätmanagement bei Schmerzen und Gelenksteifigkeit bei Gonarthrose. Mehr Meldungen aus der Region folgen jetzt wie angekündigt. €100.000 hat ein Lottospieler aus dem Landkreis Bautzen gewonnen. Der Glückspilz konnte den Höchstgewinn in der Zusatzlotterie Super 6 für sich verbuchen. Ein Tippschein aus dem Landkreis Görlitz brachte €15.534. Fünf Richtige im Spiel 6 aus 49 und die Superzahl standen darauf, informiert Sachsen-Lotto. In Brandenburg werden in diesem Jahr etwa 618 Millionen Euro für die Planung, den Bau und die Unterhaltung von Straßen eingesetzt. Weiterhin stehen Fördermittel in Höhe von 32 Millionen Euro für Ausbauvorhaben von Kommunen bereit. Mit dem Geld werden Vorhaben unterstützt, wie beispielsweise der Bau von Rad- und Gehwegen sowie Sanierungen an Kreis- und Gemeindestraßen und an Brücken. Möglich sei auch, kommunale Kostenanteile für die Sanierung von Bahnübergängen zu übernehmen, informiert das Infrastrukturministerium. Mit Beginn des neuen Schuljahres treten einige Änderungen im Busverkehr in Kraft. Mehrere Linien haben aufgrund von Baumaßnahmen geänderte Abfahrts- und Ankunftszeiten. Eltern sollten sich im Vorfeld unter www.vvo-online.de bzw. www.zwon.de oder an den Haltestellen informieren, erklärt das Landratsamt Bautzen. Wegen Baumpflegearbeiten sind am Mittwoch, dem 27.02. die Straße am Park der Solidarität auf dem Abschnitt von der Hausnummer 5 bis zum Sandweg sowie die Rathausallee in Bernsdorf voll gesperrt. Auch aufgrund von Baumpflegearbeiten ist die Kreisstraße in Soland am Rotstein zwischen den Einmündungen Alte Schäferei am Dienstag und Mittwoch, dem 26. und 27.02. jeweils in der Zeit von 7 bis 16 Uhr für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt. Am 17. April findet der 3. Hoyerswerda Seniorentag statt. Wie die Stadtverwaltung informiert, werden sich im Bürgerzentrum rund 30 Vereine, Verbände, Institutionen und Unternehmen präsentieren. Aber nicht nur Senioren werden mit ihren Freizeitangeboten im Bürgerzentrum zu finden sein. Das Lausitzbad und der Sportclub Hoyerswerda sorgen mit sportlichen Kursangeboten für Vielfalt. Das Lausitzer Seenlandklinikum wartet mit medizinischen Angeboten und die Lebensräume informieren über seniorenfreundliche Wohnangebote. Für einen Vortrag zum Thema Enkeltrick konnte Angelika Große von der Verbraucherzentrale gewonnen werden. Was eine Taschengeldbörse ist und wie junge Leute und die nicht mehr so ganz Jungen von einer solchen profitieren können, das verraten die Mitglieder des Jugendstadtrates. Der Eintritt ist frei. Unter dem Titel Carmens, wir müssen reden, soll in der Lessingstadt am 6. März über die Gesundheitsversorgung diskutiert werden. Das Universitätsklinikum der TU Dresden lädt dazu in die Räume der Stadtwerkstatt in der Luxemburgstraße ein. Die aktuelle Situation, Stärken, Schwächen, aber auch die Nutzung von App- oder Internetangeboten zum Thema Gesundheit sollen besprochen werden. Eine Anmeldung telefonisch unter 0351 3177 223 ist für die Teilnahme nötig. Zum 12. Mal schreibt das Kultusministerium den Sächsischen Landespreis für Heimatforschung aus. Eingereicht werden können Arbeiten zu Themengebieten wie Orts- und Regionalgeschichte, Industrie und Technik, Mundart und Brauchtum, Namensforschung oder Forschungen zu Festen. Neben den Hauptpreisen in Höhe von 3.000, 2.000 und 1.500 Euro werden ein Jugendförderpreis von 1.000 Euro sowie drei Schülerpreise in Höhe von 500 Euro verliehen. Einsendeschluss ist der 21. Mai. Informationen gibt es im Internet unter www.bildung.sachsen.de/heimatpflege. Im vergangenen Jahr hatte ein Jugendteam der Hoyerswerda Kulturfabrik mit dem Film Disco Dada DDR erfolgreich am Wettbewerb teilgenommen. Was sportlich an diesem Wochenende so los war, hat Lars-Henrik Wacker zusammengefasst. In der DEL 2 stand für die Lausitzer Füchse der 49. und 50. Spieltag der Hauptrunde an.
Am Freitag setzte es beim Auswärtsspiel gegen die Bietigheim Steelers eine deutliche 1:5 Niederlage. Gerade für den neuen Füchse-Schlussmann Jason Karsdorf sollte es ein bitteres Debüt werden. Den Ehrentreffer für Weißwasser zum 1:5 aus Füchse-Sicht erzielte Luis Rentsch in der 48. Minute per Weitschuss. Für den 18-Jährigen war es gleichzeitig das erste Profitor. Deutlich mehr zu jubeln hatten die Oberlausitzer am Sonntag im Heimspiel gegen die Ravensburg Tower Stars. 4:0 hieß es am Ende für die Mannschaft von Trainer Coral Nielsen. 2703 Zuschauer sahen stark verbesserte Oberlausitzer mit einem gut aufgelegten Konstantin Kessler im Tor, der den Vorzug gegenüber Karsdorf bekam. Die Füchse-Treffer erzielten zweimal Steve Severno, Oliver Granz und Clark Breitkreuz. In der Tabelle sind die Lausitzer Füchse nun auf den zweiten Rang vorgerückt, punktgleich mit dem Tabellenführer Löwen Frankfurt. Direkt dahinter tummeln sich Bietigheim, Ravensburg, Bad Nauheim und Kaufbeuren. Schaffen es die Füchse unter die Top 4, so gibt es im Viertelfinale nicht nur einen leichteren Gegner, sondern auch das erste Heimrecht. Die Heimserie des HC Rödertal ist am Samstag in der zweiten Handball-Bundesliga gegen die SG 09 Kirchhoff gerissen. 23:26 stand am Ende auf der Anzeigetafel im heimischen Bienenstock. Die Rödertal-Bienen starteten ohne die verletzte Grete Neustadt gut in die Partie und führten nach 10 Minuten mit 4:3. Doch in der Folge sollte Kirchhoff das Spiel drehen und sich die Halbzeitführung sichern. Auch nach der Pause kamen die Rödertal-Bienen nicht entscheidend heran. Mit Diana Sabliak und Ex-HCR-Spielerin Michelle Urbicht hatten die Gäste aus Hessen die stärksten Werferinnen in ihren Reihen und konnten sich den Auswärtserfolg sichern. Im Klassement bleibt die Mannschaft aus Groß-Röhrsdorf weiterhin auf Rang 5. Alles andere als erfolgreich verlief das Wochenende in der Fußball-Regionalliga für die Vereine der Lausitz. Am Samstag kassierte die FSV Budissa Bautzen beim BFC Dynamo eine 1:3 Auswärtsniederlage. Den Ehrentreffer für insgesamt zu harmlose Oberlausitzer erzielte Niklas Treu in der 83. Minute. Nicht viel besser sah es auch am Sonntag aus. Der FC Oberlausitz Neugersdorf kassierte im Kellerduell beim ZFC Meuselwitz eine 0:1 Auswärtsniederlage. Auch der Bischofswerder FV 08 verliert. Im Heimspiel gegen Wacker Nordhausen hieß es am Ende 2:3. Beide Treffer für die Skibocker erzielte Tomasz Pedracek. Bischofswerda zeigte nach dem 1:3 Pausenrückstand vor allem im zweiten Abschnitt eine Leistungssteigerung, jedoch reichte es nicht zum Remis. In der Tabelle zieht der Chemnitzer FC weiterhin seine einsamen Runden. Ganz unten im Keller sind die Lausitzer. Budissa Bautzen ist 15. Der Bischofswerda FV 08 ist 16. Und der FC Oberlausitz Neugersdorf ist 17. In der Fußball-Sachsenliga gewann der FV Eintracht Niesky am Samstag bei der SG Taucher mit 2:1. Und zwar ohne eigenen Treffer. Zwei Eigentore der 99-Akteure Mirko Dietrich und Philipp Schlüter bescherten den Oberlausitzer den glücklichen Auswärtserfolg. Mit 0:0 endete hingegen die Partie zwischen dem SV Einheit Kamenz und der FSV 0 Salza Spremberg. Beide Mannschaften standen in der Defensive stabil und trennten sich mit einem leistungsgerechten Remis. Die Tabelle führt weiterhin der FC Grimma an, nun aber mit 2 Zählern Vorsprung auf Einheit Kamenz. Der FV Eintracht Niesky schiebt sich auf Rang 6 vor. Wir machen eine kurze Pause und schauen dann nach Bernsdorf. Hier waren am Sonntag die Narren los. Im Anschluss gibt es wie gewohnt das Wetter und die Veranstaltungstipps. Wir sind an Heimatgeschichten interessiert. Gibt es in Ihrem Ort wichtige Ereignisse oder Persönlichkeiten, die in unseren historischen Kalenderblättern unbedingt erwähnt werden sollten? Dann schreiben Sie uns eine E-Mail an info@lausitzwelle.de. Die 5. Jahreszeit neigt sich dem Höhepunkt. So auch in Bernsdorf beim 26. Karnevalsumzug am vergangenen Sonntag. Federführend für den Spaß war der Bernsdorfer Karnevalsclub. Doch auch zahlreiche Wagenmotive aus anderen Orten der Lausitz waren am Start. Die Lausitzwelle hat die schönsten Eindrücke zusammengefasst. Hallo! Hallo! Hallo!
komme ich jetzt ins Fernsehen hier? Bild Nummer 29, der Königsbrücker Karnevalsclub ist dieses Jahr auch wieder zu Gast in Bernsdorf. Und wir grüßen euch mit unserem Schlachtruf, einem dreifachen Chaco! 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 Und wir hoffen, wir sehen euch alle nächste Woche, Sonnabend ab 14 Uhr bei uns zum großen Umzug. Kommen wir ins Fernsehen hier, Elsterwelle oder was bist denn du? Elsterwelle ist geil. Damals, jetzt ist ja. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Am 25. Februar 1993 wurde die letzte Schicht in der Pikettfabrik Knappenrode abgeblasen. Trauer und Enttäuschung stand den Frauen und Männern ins Gesicht geschrieben. Nach knapp 75 Jahren hatte die Kohle in der ehemaligen Bergarbeitersiedlung ausgedient. Ein eiskalter Wintertag, an dem sozusagen das Licht ausgeknipst wurde. Bergmannskapelle den Feierabend eingeläutet hatte, es war trotzdem nicht Schluss in Knappenrode. Mit der Energiefabrik entwickelt sich ein touristischer Anziehungspunkt, der mit den Jahren immer mehr Besucher anlockt. Wenn auch keine hunderte Menschen hier mehr Arbeit haben, es ist ein Stück Geschichte der Region gerettet worden. Ein Fakt, dass man trotz des traurigen Jubiläums nach vorne blicken kann. Das Lausitzwelle Kalenderblatt. Nachts zeitweise Wolken, häufig auch aufklaren, stellenweise Nebel bei maximal einem Grad. Am Dienstag länger Sonnenschein, daneben auch lockere Wolkenfelder, dazu trocken und Höchstwerte um 13 Grad. Der Wind weht eher schwach. Am Mittwoch nochmals viel Sonnenschein und niederschlagsfrei, dazu mit 15 Grad wieder sehr mild für die Jahreszeit.
Auf der Kinder- und Jugendfarm in Hoyerswerda geht am Dienstag ab 9 Uhr die Workshop-Woche Varieté Hoi Woi weiter. Ab 14 Uhr ist offener Freizeittreff. Es kann auf der Koppel geritten werden. Ab 16 Uhr wird weiter am Faschingswagen für den Rosenmontagszug gearbeitet. In das Mehrgenerationenhaus Südtreff in der Schweizer Straße in Hoyerswerda lädt der Nachbarschaftshilfeverein Hoyerswerda am Dienstag ab 9 Uhr wieder junge Muttis zum Frühstück ein. Mit dem NHV kann am Dienstag ab 10 Uhr auch wieder gekegelt werden. Los geht's da um 10 Uhr in der Anlage am Jahnstadion. Puppentheater für Kinder und Jugendliche in den Winterferien gibt es am Dienstag wieder am Bautzner Burgtheater. Es wird um 10 Uhr Hans im Glück gespielt, das Stück mit der Frage nach echtem Wert und dem Geheimnis des wahren Glücks. Im Winterferienprogramm des Sorbischen Museums Bautzen ist das Thema am Dienstag geheimnisvolle Vorfahren, Abenteuer des Mittelalters. Ab 10 Uhr können Kinder in die Welt der slawischen Vorfahren der Milzener und Lusitzer vor 1000 Jahren eintauchen. Die AG Schach im Natz in Hoyerswerda am Markt lädt am Dienstag ab 14 Uhr Anfänger und Fortgeschrittene zum Mitmachen ein. Geöffnet hat auch die Kreativwerkstatt. Im Jugendclub aus Ossi in Hoyerswerda ist am Dienstag ab 14 Uhr Game-Tag. Dazu können die offenen Hausangebote und der Internetpoint genutzt werden. Um 15 Uhr beginnt das Clubkino am Dienstag mit Nudeln. Bei der Volkssolidarität in Hoyerswerda am Haus der Parität in der Mannstraße öffnet am Dienstag um 14 Uhr das Handarbeitsstübchen. Lauter macht der NHV um 14 Uhr das Stelldichein in der Einsteinstraße zum Spielenachmittag auf. Um 15 Uhr öffnet die Fahrrad-Selbsthilfewerkstatt des NHV in der Einsteinstraße 47 in Hoyerswerda im Haus C. Im Blow-Up-Kino der Kulturfabrik in Hoyerswerda am Markt läuft am Dienstag um 17 und um 20 Uhr die Biografie Astrid. Das ist eine dänische Produktion aus dem vergangenen Jahr. Eine kostenfreie Infoveranstaltung zum Thema Zinsen gibt es am Dienstag ab 17 Uhr in der Verbraucherzentrale Hoyerswerda in der Einsteinstraße. Zur ersten Gesprächsrunde im Rahmen des KUFA-Zeitzeugenprojektes Zukunftsstadt Hoyerswerda wird am Dienstag ab 19 Uhr ins Café Auszeit im Bürgerzentrum eingeladen. Das Thema: die Vision und das Scheitern der sozialistischen Zukunftsstadt, die 1960er bis 1980er Jahre. Dabei sind Dr. Günter Seifert, ein Manager des Gaskombinates Schwarze Pumpe, Heinz Auerswald und Horst Franz Kowiak, sowie die Stadtarchitekten Siegfried Wagner und Siegfried Palinske sowie Peter Biernat. Und im Lessing-Museum Kamenz gibt's am Dienstagabend eine Lesung. Thema ist ab 19 Uhr das Judaskreuz. Das war die Drehscheibe Lausitz vom Montag. Alle Nachrichten gibt es natürlich auch zum Nachlesen oder Nachschauen auf unserer Homepage lausitzwelle.de. Das gesamte Team wünscht Ihnen noch einen entspannten Abend. Machen Sie es gut, bis morgen.